Ja, mach. Ja, herzlich willkommen bei Hollys Sportgeschirme. Wir machen jetzt Livestream, haben wir uns kurz vorher entschlossen. Der FC in Partizan Belgrad, wie gesagt, es ist keine leichte Aufgabe. Baumgart hat ordentlich durchgemischt. Wir fangen heute an mit Schwebe im Tor, Viererkette, Schmitz, Soldo. Ich glaube, ich muss ein bisschen leiser machen, Mike. Also ich wiederhole nochmal, Schmitz, Soldo, Übers und Petersen, zwei Sechser, Machtel und Skiri. Ja, dann eine Dreierreihe, Adamyan, Hector auf 10 und Kainz und vorne Dietz. So fangen wir an. Und ja, da wollen wir hoffen, dass wir da punkten können. Ne? Wie gesagt, es läuft auf RTL Plus, Zahlfernsehen, aber... Was macht man denn alles, um FC zu sehen? Ja. Ich glaube, ein bisschen. Was wird schon wieder was abgefackelt? Ah, oh, Leute. Gut, wie gesagt, Zuschauer sind ja von Kölner Seite her verboten. Es gab bloß 200 Karten für ja, Funktionsträger, wie sich das so schön nennt. Das ist natürlich bitter, aber mal gucken, was heute drin ist. Ein Punkt würde uns natürlich gut zu Gesicht stehen. Ein bisschen leiser muss ich glauben. Ja, und das ist vorm Stadion. Ich weiß, ob da Kölner jetzt vorm Stadion sind. Es ist ein riesen Feuerwerk da. Ja, gut. Da die Serben ist natürlich auch ein heißblütiges Volk. Ja, die ganze Seite da hinten auf der Tribüne ist natürlich leer. Da würden jetzt wahrscheinlich 10.000 Kölner stehen, aber es sollte nicht sein. Ja, da wollen wir mal gucken, wie wir das verkraften hier mit den Sonntag-Donnerstag-Spielen. Es geht ja Sonntag schon wieder weiter gegen Augsburg, was ja auch so eine ungemein attraktive Truppe ist, gegen die wir uns aber immer wahnsinnig schwer tun. Jo, Hector auf 10, also das letzte Mal hat es ja nicht so gut geklappt, aber Hector ist natürlich ein hervorragender Fußballer, der auch diese Aufgabe lösen kann. Ich denke mal, normalerweise wäre ja Duda und Scheidner nicht so weit zu sein, sitzt aber auf der Bank. Oh. Und ja, Moment, war eben ein bisschen grimmelig die Situation. Duda braucht hier dann wahrscheinlich auch mal kurz eine Pause, denn der wird ja Sonntag wieder ran müssen. Kainz kann sich heute ruhig verausgaben. Er hat ja Sonntag Pause, weil er gesperrt ist mit der durch die gelb-rote Karte. Also wir fangen eigentlich ganz gut schon an hier. Viel Ballbesitz, soweit man das beurteilen kann nach 3 Minuten. Hector macht das schön, Jonas. Ecke. Erster Eckball. Oh, der Baumgart, oh Gott, den kurzärmlichen T-Shirt. Guten T-Shirt, das ist meistens kurzärmlich. Entschuldigung, mein Sohn verbessert mich gerade eben. Aber ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn der FC spielt. Also T-Shirts sind eigentlich immer kurzärmlich. Das andere nennt man hier, glaube ich, Sweatshirts. Ne? Sehr gut. Ja. Oder Langarm-Shirt. Oder Langarm-Shirt, Eckball jetzt keins, er hebt den linken Arm, was das immer heißen soll. Finde ich immer geil. Ja. Ja, verpufft. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer das Feuerwerk, der Reporter sagt gerade, vor dem Stadion ein riesen Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob das FC-Fans jetzt sind, ja, um ihren Unmut da irgendwo kundzugeben. Naja, ein Punkt muss da drin sein. Aber na gut, ich meine, Belgrad hat es in der Hinsicht gut. Ne? Die können ja können die Kölner kommen lassen. Die müssen ja nicht unbedingt. Aber es ist ja auch ganz gut, dass ich finde es ein Spiel. Nee. Ich finde es gut, so kommen auch alle Spieler mal zum Einsatz. Wie Petersen oder Machtel. Schindler sitzt auf der Bank.
Mensch. Oh! Oh, jetzt hat es erste Mal gebrannt. Linksschuss von Skiri, aber der Torwart hat ihn pariert. Von 16 Metern. War keine schlechte Möglichkeit. Ich bin aber mal gespannt jetzt heute auf Adamyan und Dietz, weil, also, wir wissen alle, dass wir finanzielle Probleme haben und dass wir vorne eben halt nach dem Abgang von Modest, wo wir gar nicht mehr drüber diskutieren brauchen, er ist weg und er ist gut so, aber wir müssen uns verstärken, denke ich mal, zumindest in der Winterpause muss man sehen, dass man da irgendwo reagiert und holt einen. Ich sage, das ist immer schlecht, aber du brauchst doch einen Mittelstürmer, der dir 10 bis 12 Tore in der ersten Bundesliga macht. Also, oh, der lässt sich im Beinschuss setzen, Pedersen. Ja, das ist der Sau. Oh, nee. Nee. Oh, klasse gehalten, Schwebe. Gehalten, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht schon wieder los. Der Schwebe ist im Moment, also, muss man sagen, Weltklasse. Ich meine, gut, den Ball muss er auch halten. Wenn er den nicht hält, dann hat er in der Bundesliga nichts zu suchen. Aber es, der Pedersen lässt sich da ölen, Mensch, mit dem Beinschuss. Und der macht einen ja, Haken. Klar muss er, ja. Aber ja? Trotzdem schön gehalten im Endeffekt. Gott, was ist denn da los? Ja, der Gomez ist natürlich gefährlich. Das haben wir ja schon im Endspiel gesehen. Der geht dann auch über die Flügel. Unser. Na Junge, der war jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer da sind. Kann ich schlecht beurteilen. Ich glaube, der Reporter hat da noch nichts gesagt. Aber das ist zu einfach. Jeder macht einen Haken, geht am Hübers vorbei und. Foulspiel, Freistoß Köln, aber im Mittelfeld. Also, wie gesagt, läuft gerade durchs Bild Adamyan. Ich bin gespannt. Viel, viel, viel Luft nach oben. Also, überzeugt hat er mich bis jetzt noch nicht. Zumal er auch ja, für meine Begriffe nicht wenig Geld gekostet hat. Aber ja, gut, hängt natürlich dann auch von ab, wie Nizza heute Abend gegen Slowacko spielt, aber da rechne ich mir keine großen Chancen aus für Slowacko. Das kann ich mir nicht gut vorstellen, dass die da punkten. Wäre natürlich ein Hammer. Dann hätten die auch noch eine Chance. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Ja, doch. Patti Helmes macht wieder einen Co-Reporter hier, oder? Wie nennt sich es heutzutage? Kompetenz pur. Aber so ein wie ein Patti Helmes in guter Form, den könnten wir jetzt vorne drin gebrauchen. Wenn der einen abzieht, zappelt es wenigstens. Das Netz. Zweiter Eckball für Köln. Wieder keins. Der Hübers, komm Junge, nick mal einen rein. Der Dietz ist da auch ein Bulle, Mensch, der muss da mal einen Kopfball kriegen. Na gut, die sind auch nicht gerade klein da hinten. Das ist natürlich eine alte, also alt, nicht negativ gemeint, eine erfahrene Truppe. Oh, na, oh. Astenmeister schreibt gerade. Eigentlich hätte er sich auch, also der Schwebe, verdient eine Chance in der Nationalmannschaft, beim Kader dabei zu sein. Ja gut, du hast natürlich auch, in Deutschland, Maskenmeister ist es ja so, also an guten Torhütern mangelt es nicht. Ne? Du hast einen Neuer, der eben halt absolute Weltklasse ist. Du hast einen Trapp, der im Moment auch stark ist. Du hast einen Verstegen. Ja, gut. Das ist dann immer so eine Sache. Ne? Irgendwo musst du dich dann auch festlegen.
auf eine Nummer 1, 2 und 3. Aber also er zeigt seine Leistung konstant, muss man auch sagen, auch wenn es sich mal so eine Kirsche reinlegen lassen hat, da die Bohrenlampe, aber ansonsten kannst du dich gut auf ihn verlassen. Er hat uns schon oft genug gerettet. Ja. Ich weiß nicht, die zweite vorne, der Dietz und der Adamian. Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich bin jedem Spieler treu und will auch keinen irgendwie in die Pfanne hauen, aber die zwei da vorne, das ist nichts Genaues, denke ich mal. Gut, Linden Meiner sitzen auf der Bank. Das wäre natürlich schön, wenn wir in Führung gehen könnten oder würden. Und den kannst du dann irgendwo in der 60. bringen. War ein guter Konterspieler, aufgrund schon seiner Schnelligkeit. Wäre das eminent wichtig. Das letzte Mal, wo er reinkam, hatte er nun auch. Er konnte auch nicht mehr groß was reißen. Ja, der hat ihn schon einmal schön gekehrt, den Petersen. Also der Petersen ist ja auch keine Konkurrenz für einen Hector, um Gottes Willen nicht. Ne? Aber du musst eben halt ab und zu mal rotieren und dann muss der Meister Duda auch mal eine Pause kriegen. Der war ja jetzt im Moment schon als der Dauerbrenner. Der hat jedes Mal angefangen, seit Wochen. Und hat es auch nicht schlecht gemacht, obwohl da geht auch noch weiter was nach oben vom Duda normalerweise. Der braucht mal wieder so ein richtiges Spiel wie damals in Augsburg. Mach weg! Ja gut, ich denke mal, mit dem Unentschieden stehst du natürlich dann auch unter Druck. Und du musst natürlich auch Nizza schlagen zu Hause. Das ist Voraussetzung, sonst kannst du es knicken. Körper! Ja, er sagt gerade, im Hinspiel hatte Partizan noch nicht mal 30% Ballbesitz. Das ist immer so eine Sache mit dem Ballbesitz. Das ist immer geil, wenn du viele Ballbesitz hast, aber wenn du 1-0 verlierst und hast 70% Ballbesitz gehabt, da kannst du dir dann auch nichts verkaufen, ne? Ja, Adamian, was? Ja, die langen Bälle bringen ja nichts da hinten. Die stehen ja gut. Das sind ja wohl lauter Füchse. Also, da ist meistens so doppelt, wie wir hinlaufen, da stehen die schon. Gut gespielt, gut kombiniert und jetzt geh, treib, ja. Oh, das ist das, was mich wahnsinnig macht. Von 10, 12 Metern Ball nicht in den Fuß bringen. Ja. Ja, der Helmes erklärt gerade, wie man die knacken kann. Foulspiel. Ja, Madel ist faul. Nur die spielen auch lauter viel besser. So, jetzt! Ach! Da hatten wir beim letzten Video auch einige geschrieben, oder der eine oder andere. Mit dem schön gespielt. Ha. Also da bin ich der Letzte, der was dagegen hat. Wenn man direkt spielt, uns klappt man nicht. Aber nur so kannst du es ja auch machen. Oh, Hübers! Mensch! Ja, 1-0. Also so ein Bock, Hübers, hör auf, Kerle. Meine Herren, so ein Ding da.
tritt zweimal den Ball in die Luft und dann beim zweiten Mal knallte den. Also, ist mir unbegreiflich. Meine Fresse, du, ehrlich. Den Ball kann er doch ganz normal ins Ausspielen, dann ist gut. Der kloppt in die Luft, dann kommt er wieder runter, hinten auf unserer linken Abwehrseite, dann will er wieder wegkloppen, macht immer links über den Außenriss und dem genau in den Lauf. Und der steht alleine vor der Kiste. Da hast du es. Echt, guck dir das an da. Mensch! Oh, ist das grausig. Ja. Oder? Meine Herren, du. Dann lieber das. Guck doch mal da hin. Warum macht ihr den Ball nicht ins Haus, Mann? Ja. Da wird dran gewichst, wie so der letzte Schussel da. Ja, hör auf. Ja, das kannst du nicht, das kannst du auch in der zweiten Liga nicht machen, da wirst du bestraft. So ein Ding da, meine Herren. Was wolltest du jetzt erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt habe ich Faden verloren. Im letzten Video haben das mehrere geschrieben. Was? Im letzten Video haben mehrere irgendwas geschrieben. Ja, dass der Justin Deal, der in der AJ viele Tore macht, da vorne kommt noch nichts. Von dem Dietz kommt nichts und von dem Adamian kommt auch nichts. Schlechter scheint der nicht zu sehen. In der AJ, also in der U19, da sind gute Leute drin. Ich meine, dass die nicht alle gleich Bundesliga spielen können, ist klar. Aber man muss den einen oder anderen, ich meine, der Baumgart wirst schon wissen, was er macht, den einen oder anderen mal reinriechen lassen. Spätestens jetzt irgendwo in der Winterpause, dass die da mal ins Trainingslager mitfahren. Nicht fünf oder sechs Mann, aber zwei. Da sind gute Leute drin. Ich gucke da bei YouTube auch mal der Ajuan. Da könnte ich schon wieder, muss ich so sagen, könnte ich kotzen. So ein Scheißfehler! Ja. Jetzt brauchen die doch gar nichts mehr machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh, Flori, geh! Nee. Ja, dass es kein Spaziergang wird, das wissen wir auch. Aber wie gesagt, man. Für mich hat Priorität die Bundesliga und hey, das ist gelb! Das ist für mich wichtig, dass wir gegen Augsburg punkten, nicht, dass wir da noch irgendwie in gefährlicher. Oh, warum lässt er den da nicht durch? Das ist ein Blinder! Mann, Dietz, du! Der muss den nur durchlassen. Ja. Der andere schiebt drin, der wartet da sogar drauf. Für mich hat die Bundesliga eben halt Priorität. Wichtig ist, dass man gegen Augsburg so. Jetzt ist natürlich wieder so ein bisschen neblig im Stadion. Ja, der Schiri sieht nichts, muss auch noch brechen. Eieieiei. Jo, ist ja alles. Ich hätte der Keeper eben auch nichts gesehen. Der hätte ihn einfach nur durchlassen müssen. Aber hast ja gesehen, wie er geschossen hat. Also. Ja, im Moment ist es sehr, sehr neblig. Ich kann den Schiri gerade so erkennen. Ist natürlich aber noch brochen, ist klar. Ja, das ist auch ein heißes Volk, ne? Die Serben, also. Oh, ich kann der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Ja, das glaube ich, dass der nicht schlafen kann heute Nacht. Nach so einem Ding. Leute, 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 Leute.
Ja, Patti Helmes sagt das, so sehe ich das genauso. Da gibt es nur eins, den Ball wegmachen. Genau das 3-1 vom Stindl am Sonntag, da wird dann im Mittelfeld daran, da muss ich mir mal nicht so schade sein und muss einfach an die Kochel treten und muss ihn irgendwo auf der Tribüne jagen. Dann kriege ich so ein Tor nicht. Man kann nicht immer alles spielerisch lösen, obwohl ich gerne schönen Fußball sehe, wo der Ball läuft. Aber ab und an ist es noch ganz angebracht. Dran an den Ball, weg, weit und hoch weg. Jo. Da. Ja, das ist ikonisch, ne? Ja. Aber er lässt jetzt weiterspielen, ne? Ja gut, das ist ja eine andere Kameraführung, ne? Ja. Ja, vielleicht zünden die auch noch mal ein bisschen was, das ist... Am besten es wiederholen, oder? Wir kriegen die Punkte. Denn das können ja keine Kölner sein, das sind die von denen. Ach nee. Dann bin ich hier beruhigt, wenn es nachspielen lässt. So, jetzt geht's wieder halbwegs. Es geht weiter, Leute. Ah, hört doch auf mit dem Kram. Wenn, also diese Spielerei, wenn Slowacko heute Abend in Nizza gewinnt und wir drehen das Ding noch, da können wir Erster sein. Ja, klar. Das ist so, wenn du in der Bundesliga alle 34 Spiele gewinnst, bist du ein deutscher Meister. Ja, ja, gut. Wir dürfen da nicht vergessen, wo wir herkommen. Ein bisschen demütig muss man auch sein. Wir wollten das ja nur genießen, hier Konferenz League, aber es ist eben halt auch ärgerlich, ne? Wenn du da mal so nah dran bist und für ein Unentschieden gibt es schon 166.000 Euro und ist ja kein schlechtes Geld, also ich würde es nehmen. Ja, es ist. Da müssen wir in die Puschen kommen, aber wir haben ja noch Zeit, wie gesagt, 1-1. Gut, jetzt musst du mal gehen, Skiri. Geh! Ja. Was? Benno. Ey, die stehen sich auf den Füßen da vorne drinnen, die zwei. Ne, der war nicht in der Box. Stehen sich gegenseitig auf den Füßen da, die zwei. Ja, so ein Anspiel. Ja. Gut, Benno. Hector hat, glaube ich, die meisten Ballkontakte bis jetzt. Aber es ist einfach nichts da vorne. Ja. Ach. Mann, der winkt nur immer und zeigt an. Ja, Adam, ja, der sollte mal... Mensch. Ja, das geht auch nicht. Ja, er äußert sich ausweichend. Der kann hier nicht in Rente gehen. Der muss eine Serie, muss der noch mindestens machen. Das ist der wichtigste Mann, den wir haben. Das A und O. Den zu ersetzen, das wird dann in Zukunft mal schwer werden. Der, jetzt zeigt den Hübers nochmal. Mann, Hübers. Da kriege ich Plack, du. Ja, na gut, da können die nichts vor. Da zeigen die Serben natürlich. Hier lachen sich ein Fäustchen. So ein doofes Tor. Ah, ja, wenn wir irgendwelche Fragen sind, ne? Wie immer, stehe ich hier gerne zur Verfügung.
Der Söldo hat das eigentlich vernünftig gemacht. Der muss ja auch erstmal warm werden. Das ist, glaube ich, jetzt das dritte oder vierte Spiel, was der macht. Pedersen. Also man merkt schon, das muss man ganz klar sagen, auch jetzt schon alleine bedingt durch die ganze Rotation, die der Baumgart da durchziehen muss. Wir haben 12 oder 13 Leute. Den Rest, ja, die können auch nur ein Trikot anziehen. Mehr ist er auch nicht. Aber wir könnten lernen, ne? Ich meine, gut. Ja, so viele können von sich nicht behaupten, dass sie international spielen. Ist eben halt eine gewisse Auslese. Man hat es ja gestern wieder gesehen in der Champions League. Da wird der kleinste Fehler wird bestraft. Ne? Da knallen die Liverpooler, die Holländer mit 7-1 weg. Also die Schotten. Ajax verliert 4-2 in Neapel. Die Pillen verlieren daheim mit 3-0. Verknallen noch einen Elfer. Ein Fehler, der wird bestraft. So, die Bayern gewinnen souverän 4-2 in Pilsen. Pedersen. Ich, Junge. Ja. Das wird die letzte Rakete gewesen sein, die sie da abgeschossen haben. Einwurf für Köln. Linke Seite, Pedersen. Wirft ins Mittelfeld zu Skiri, er spielt weiter, ja, zu Söldo. Das sind alles verkackte Bälle. So ungefähr, komm, ich wichs dran, lauf hinterher, vielleicht hilft der liebe Gott. Es. Ja, noch einmal Zeit. Ja, den Hector muss ich nicht lang schicken. Porsche Buddy. Freiburg für Deutschland. Ja, schön. Freut mich für Deutschland. Jetzt Kopfballstaffetten. Ja. Ja, genau, ja, Buddy, jetzt sag's mal. Er sagt's genauso, wie ich es aussehe. Adamian setzt kaum Aktionen nach vorne, ja. Nee. Ja, das ist eben halt, aber du kannst hier jetzt auch nicht heute die volle Kapelle auf den Platz schicken, dann hast du schlechte Karten gegen Augsburg. Das ist schon eine widerliche Truppe, auch Benno. Ruhig bleiben, das 1-0 gut wegstecken. Na klar, der muss er erstmal wegstecken, so ein Tor. Da, was der Hector macht da. Ich hatte gerade mal in der Nahen geguckt, aber da haben wir ja gegen Roter Stern Belgrad, da hatten wir, glaube ich, das Hinspiel
ich weiß gar nicht, wann das war, in 84, glaube ich. Oh Gott, wieder alles offen da hinten. 1-0 verloren, das Hinspiel. Das Rückspiel haben wir dann 5-1 gewonnen in Köln. Aber wie gesagt, das war Roter Stern Belgrad. Der Dietrich keine Schnitte. Nicht eine Schnitte. Der kann keinen Ball festmachen, nichts. Auch im Hinspiel, war das glaube ich im Hinspiel, ja. Den Kopfball, den muss er doch damals machen. Frei vor der Kiste. Genau wie Torwart. Man kann ja nicht verlangen, um Gottes Willen, von Dietz, dass er da irgendwo 10, 12 Tore macht. Das verlangt ja keiner. Ja, aber nicht schlecht. Aber ja, schlecht wäre es nicht. Aber ich muss da mal am Spiel teilnehmen. Ich muss mir da mal einen Ball holen. Ich muss mal einen Ball festmachen. Ich muss da aber kombinieren können. In Augsburg sehe ich auch schwarz. Wir sehen fast nie gut gegen die aus. Ja, das stimmt. Aber wer schreibt das? Carola. Ja, Carola hat recht. Gegen Augsburg. Schon immer. Mein Sohn war mal in Augsburg zum Pokalspiel. Er schickt die Spieler jetzt in die Kabine. Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt los? Wird er gezündelt. Oh Leute, ja. Ist alles vernebelt. Der Schiri bricht das Spiel ab. Also bricht nicht das Spiel ab, sondern unterbricht es erstmal und schickt die Jungs in die Kabine. Es ist, hört sich traurig an, wenn man das so sagt, aber es sieht bald aus wie in der Ukraine. Also alles voller Nebel. Ja, das ist. Du kannst nichts erkennen. So was Hohes. Ja, also ich will dir was sagen. Ja. Wir als Kölner müssen ewig Strafe bezahlen wegen Furz und Feuerschreien und werden zu sonst was verdonnert und kriegen eine Strafe da bei anderen. Und da bin ich mal gespannt, was daraus kommt. Du bist ja eigentlich verprügelt. Ja, nicht verprügeln, der muss abbrechen. Das ganze Spiel abbrechen. Köln kriegt der Punkt, das ist gut so. Und die müssen eliminiert werden. Dann sind wir weiter. Ganz einfach. Aber wie gesagt, Augsburg. Da war Augsburg noch in der zweiten Liga. Und Köln ist dann im Pokal da rausgeflogen in Augsburg. Und zu Hause haben wir ja auch immer schlecht ausgesehen. Ich glaube, das letzte Halbspiel haben wir 1-0 verloren. Und dann haben wir mal verloren, wo der Torwart, wo ein Elfer war für uns, den der Torwart da dann an Elfmeterpunkt getreten hat und wir den Elfer verballert haben. Also Augsburg ist auch, ich sage das hier jetzt mal auf dem Kanal, ich sage das immer so, wie ich es denke, es ist auch eine widerliche Truppe. Die kannst du so beschissen bespielen und die spielen auch so einen unattraktiven Fußball und vorne da, wenn ich den Hahn schon sehe und, na gut, der ist jetzt glaube ich verletzt, der wird operiert, fällt länger aus, aber fällt auch nicht ins Gewicht. Aber haben natürlich gut mit dem Dorsch, der ist ja, glaube ich, auch noch verletzt, einen guten Mann. Und haben natürlich auch gute Leute geholt. Aber es ist eine, für mich ist das eine unattraktive Mannschaft, genau wie Wolfsburg. Es ist, die geben mir nichts. Also wenn die jetzt beispielsweise Augsburg gehen, Wolfsburg fünfmal da live gucken würden, dann gucke ich mir lieber was anderes an. Jetzt zeigen sie das Ding von Hübers nochmal. Wie oft dann? Das ist jetzt, glaube ich, 6. oder 7. Mal. Ja, jetzt zeigt es noch mal. Hätten wir jetzt mal wenigstens jetzt ausmachen können, Mensch. Ja, wenn sie fackeln und zünden, dann ist es Feierabend. Das ist ganz einfach. Oh Gott. Aber ich glaube, der wollte das dann nochmal. Ich glaube, der wollte sich nochmal hoch. Normal. Nee, der wollte da vorne kloppen oder hinten ins Aus. Der macht immer links. Der wollte dann wegrotzen. Ist doch krank. Jetzt zeigen sie es nochmal. Wie oft dann noch? Ja, ganz, guck jetzt ganz genau. So. Bis er jetzt ausschießt. Ja. Also irgendwann müssen die ja mal ins Aus. Was, wenn ich das immer sehe, ich meine, ich habe ja früher auch jahrelang Fußball gespielt, aber dass man
dass man zur Eckfahne gelaufen ist und meine gut, Kameras waren nicht da und dann legt er sich dahin und macht ein Bild und alles, es ist ja alles, das ist hier schon in der A-Jugend und in der B-Jugend und das ist schon genauso, da laufen so und schießen irgendwie was, also na, gut. Ja, der wollte einfach nach hinten klären. Man versteht den Sinn nicht. Das ist zu hoch für mich. Einfach an den Ball mit Innenriss ins Aus, gibt es Einwurf, die Truppe kann sich wieder sortieren hin und formieren und ist gut so. Das halbe Stadion ist ja leer. Da leer. Ja, 5 Blöcke leer. Ich glaube, es geht gleich weiter, Freunde. Jawohl. Das ist doch wieder Käse hier. Sind uns in 5 Minuten wieder. Tja, und dann ist aber Ende. Irgendwann, du kannst ja nicht jedes Mal die Truppen in die Kabinen schicken und jedes Mal wird es aufs Neue getrunken. Kommt doch an, wie will der noch in der Kippe hat da. Ja, jetzt sind wir schon in der 36. Minute und haben vielleicht, was weiß ich, 26 gesehen. Ja. Ja, sag ich doch, 10 Minuten, 26, ja. Das ist ja schlimm auch mit diesen. Was dann? Der kriegt dann was aufs Ohr jetzt hier. Ja, der kann ja auch nicht alleine entscheiden. UEFA hat den Finger da drauf. Ich hoffe, es geht gleich weiter. So, jetzt geht's weiter. So, Belgrad kommt über die linke Seite. Oh, nee. Gut, aus Einwurf Köln. Na, die wollen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wenn jetzt nochmal gezündelt wird. Das wäre mir auch am liebsten, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir verlieren, dass wir sagen, wir einen grünen Tisch machen. Selber schuld, wir müssen ja auch mal bezahlen. Mhm. Der keins rum. Das ist ein. Ja, wenn der Ball jetzt wieder verliert. Die Lösung aus. Na gut, ich meine, wir können ja nachlegen. Ich weiß jetzt nicht, generell wieder nach. Die Bälle bringen nichts, Soldo. Irgendwo nach einer Stunde wieder nahe liegt. Ich meine, Ut könnte eventuell eine Option sein für eine halbe Stunde. Auch du da, wie das dann eben halt macht, vielleicht geht doch. Also vorne, die zwei hängen total in der Luft, da kommt nichts.
Vielleicht bringt er auch nach einer Stunde dickes und du da vorne drin. Der geht noch nicht mal richtig hinter, der Adamian. Bitter weg. Ist doch Foulspieler auch. Der Kainz ist natürlich ein Aktivposten. Wieder so ein ungenauer Pass von Petersen. Leute. Na, der spekuliert auch schon als der Reporter und der Buddy. Ja, er muss sofort funktionieren, wenn er kommt. Das ist gut gemacht vom Soldo. Spiel doch, Schwebe, spiel doch! Wieder ein Ballverlust. Oh, jetzt brennt es auf der rechten Seite. Na! Oh Gott, gut gemacht, Soldo. Ja, das ist aber auch alles zu einfach. Das ist halbherzig. Marvel, gut geklärt, Soldo. Ist vielleicht auch mal eine Option für die Zukunft. Der Soldo ist ja auch noch nicht so alt, wenn er sich bewährt. Denn mit Innenverteidigern sieht es ja auch nicht gerade gut aus. Ne? Du hast zwei Gestandene mit dem Hübers und mit dem Kilian. Aber wenn da mal was ist, ich meine, deswegen hat mir hier nahegelegt mit Soldo. Und komm, Schwebe! Und Smajic soll ja ein guter Junge sein, der ja ein Profivertrag unterschrieben hat. Sitzt auch heute auf der Bank. Muss man sehen, wie sich entwickelt, ne? Trotz alledem geht kein Weg dran vorbei in der Winterpause. Muss nachgerüstet werden. Egal wie, dann muss ich mir eben einen holen, das ist doch zweiten Liga oder was weiß der Teufel, aber ein, wo was, ich weiß nicht, was mit dem Robin Hack ist in Bielefeld, ist ja nun auch nicht gerade, ja, da scheint ja auch nicht gerade jeden Tag die Sonne. Guter Ball. Ach. Und da muss es da irgendwo einen geben, ich meine, gut, den Kleindienst von Heidenheim wirst du wahrscheinlich nicht kriegen können, weil der langfristigen Vertrag hat. Ja, ist doch, das sind doch keine Flanken, Leute. Das sind doch Kirschen. Ja, Alexander Popovic. Die Bälle fange ich auch noch. Und ja, muss man sich umgucken, ne? Vielleicht irgendwo aus dem Ausland. Aber die Torjäger wachsen ja auch nicht auf den Bäumen. Also bleibt dir nur eins übrig. Musst du in der zweiten oder sogar in der dritten Liga gucken. Jedenfalls muss da was passieren und musst eben sauber, ja, klar, musst den Deal mitnehmen ins Trainingslager und gucken, wie er sich entwickelt. Ich meine, AJU und hier Bundesliga ist schon eine andere Nummer, das ist mal klar. Aber manchmal hat man ja auch mal so ein Glück, dass mal so eine Granate irgendwo kommt, jung an Jahren, wie Littbarski damals. Das ist gar nichts dazu. Ich meine, sie haben es auch nicht einfach. Sie haben es nicht einfach, da vorne die zwei, aber das ist nichts bis gar nichts.
Das ist ja keine Übermannschaft. Das ist eine solide Truppe und die Serben, die können alle Fußball spielen, ne? Ex-Jugoslawien, die, das sind alles, ob das Serben, Kroaten sind, die können alle gut Fußball spielen. Der Einwurf mehr oder weniger von der Eckfahne hinten auf der rechten Seite von Belgrad. Was macht er? 10 Minuten Nachspielzeit, ja. Also wie gesagt, es ist ja noch nichts verloren. Wir wollen jetzt auch nicht alles mies machen hier. So ein Türchen kann schon alles ändern. Du darfst natürlich kein zweites kriegen, dann geht der Kopf runter und dann... Obwohl, eigentlich sind wir hier gut mit Rückständen. Gehen wir gut um mit Rückständen. Wir haben ja schon oft genug Rückstände aufgeholt. Ja, das ist alles ein bisschen halbherzig. Das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Ja, da wollen wir hoffen, dass wir das Blatt drehen können in der zweiten Halbzeit. Wir sind gespannt. Es ist ja auch ein Zusatzbrot. Ja, alles jung. Jawohl, schnell und direkt muss es spielen. Und gleich die Linie runter. Jawohl. Jetzt machen wir was. Ja, da kriegst du nichts für. Das pfeift er. Oh, hat er nicht gepfiffen. Jetzt? Oh, wieder so ein scheiß verfluchter Pass. Mann. Der Soldo macht das ordentlich bis jetzt, muss ich sagen. Ja. Oh. Ich glaube, na gut, nicht das nahe heißt, ich hätte mich auf den Ding geschossen, aber. Oh! Jetzt ist aber ein wildes Gebulse. Ja, jetzt liegen zwei Mann auf der Erde. Ein Himmelreich für einen Stürmer. Ja. Das fehlt auch noch jetzt. Ja, einen Fuß drauf gehalten, Skiri drunter gedreht. Dass wir an so Leute nicht drankommen, mir an so, verstehe ich nicht. Schnell, wendig, todgefährlich. Die verdienen da in Belgrad oder irgendwo anders da auch nicht viel mehr Geld, wenn überhaupt. Ja. Ja, das hat er. Das ist wohl richtig. Kannst du die 5 Minuten gleich nochmal nachspielen lassen eigentlich? Ja, das dauert jetzt. Ja, gut. Das können die ja alle, das hatten wir ja schon im Hinspiel gesehen, dass die können alle gut an der Uhr drehen. Ist da natürlich auch nicht schön, da kommt auch kein Spielrhythmus auf, wenn ständig Unterbrechungen sind. Zweimal bei ihm zünden, dann bei ihm Verletzungen. Ist natürlich auch unglücklich. Ne?
Ist denn der Platz auch so schlecht? Der Ball, der springt ja auch so komisch hier. Ja, du kommst ja nicht durch. Ja, Dietz, komm! Der kriegt überhaupt nicht, nicht. Der weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Oh, Mensch! Da war ich, es haben ja nun auch große Hoffnungen auf den Dietz beruht. Ne? Also, das ist ja nun mal auch klar. Alle haben sie gefordert. Dietz, aber. Und du musst da auch dann im Zoom-Spiel mal was bringen. Auch nicht nur, wenn es 4 oder 5-0 steht in der Vorbereitung. Hier, wenn sowas geht, dann musst du dich zeigen. Ja? Spiel doch! Warum wird das so eine Scheißkirsche? Mann! Derby, das ist nicht normal. Hector ist, wenn es alles so bald sicher wäre, wieder Hector. Schön. Bringen! Ist doch, ich weiß nicht, das sind 5. Na, er lebt noch. Was war denn das jetzt? Das ist doch alles Kacke. Das ist Kacke! Echt. Da haben wir schon 6,5 Minuten rum von den 10 Minuten. Jo, Baumgarten, was willst du machen jetzt in der 2. Halbzeit, ne? Durch so ein doofes Tor baust du einen Gegner auf. Ja, diese Schaufelpässe bringen nichts, Buddy. Da musst du mal einen reinpfeffern, volles Brot und nicht immer so Dinger, wo der Schnee drauf liegt. Oh Gott. Guck dir das an, der spielt der Hackespitze 1, 2, 3. Ja, Technik. Mit dem Ball können die ja alle umgehen. Da kommt nichts. Da. Und wieder hat der Gegner einen Ball. Was pfeift er denn jetzt? Ja, ist natürlich auch schwierig für den Jungen. Er kommt aus der Regionalliga. Das sind natürlich Sprünge. Gut, da hast du noch eine Option. Hussein Basic sitzt ja auch noch auf der Bank als Sechser oder Zehner. Oh. Ja. Ja, es ist ziemlich flaute im Spiel im Moment, ne? Wir können nicht so richtig, die anderen wollen nicht so richtig. Dem Schmidt seine Flanken sind echt unterirdisch. Ja, es gab mal eine Zeit lang, da liefen sie ganz gut, die Flanken. Du da rein. Ja, irgendwas werde ich jetzt machen, ne? Wir kriegen auch gar keine zweiten Bälle hier. Oh, das passiert. Oh, an der Latte. Ein Gottesglück. Oh, das ist zu einfach, Leute. Das ist einfach zu einfach. Pfund, ja. Ganze Zentrale offen. Das war aber ein Pfund. Ja, gut, der kann. Guck doch,
Der macht einen Haken da, der macht einen Haken, ist das ganze Zentrum offen, knallt das Ding an der Latte. War doch sogar abgefälscht. Ja. Ja, jetzt geht es wieder los mit der Doppelbelastung. Es ist klar, dass das ein hartes Brot ist mit der Doppelbelastung. Aber wir haben es ja so gewollt. Oder hätten wir freiwillig Neunter werden sollen oder Zehnter oder was auch immer. Das ist eben halt der Bonus, den du hast. Wenn die Konferenz League erreicht, musst du auch spielen. Und wenn wir eben halt nicht genug Geld haben, den Kader so aufzufrischen oder so zu gestalten, dass man eine Doppelbelastung wegstacken kann, dann musst du damit leben. Ja, der hat einen Körper dazwischen gemacht, hat ein Foulspiel losgeholt. Siehst du da, der macht einen Fuß, ja. Wenn das im Sturm passiert, gibt es Gelb. Nix. Da kommt überhaupt gar nichts von der Adamian. Ja, da musst du nicht lachen, Mann. Da kriegst du auch keinen Ball unter Kontrolle. Ja, es sind ja jetzt schon 10,5. Ja, ich bin gespannt, was zweite Halbzeit geht. Ja. Ja, erzählen sie alle auf jetzt, die auf der Bank sitzen. 12 Mann auf der Bank. Allerdings auch 2 Torhüter. Er hat einen Urbich und einen Horn mitgenommen. Der Horn ist auch wieder im Kader, der Timo. Florian schreibt, ich weiß echt nicht, warum Hector auf der 10 ist. Wird ein Experiment sehen. Er hat es schon einmal gemacht, der Baumi, und da ist es gescheitert. Ein Hector kann sie eigentlich überall hinstellen. Bis aufs Tor wahrscheinlich. Nur irgendwo wollten wir drinnen lassen und hat dem Petersen eine Chance gegeben. Auch alles geschuldet wegen der Rotation wahrscheinlich, wegen der Doppelbelastung. Nun, wir wollen jetzt mal hoffen, dass es in der zweiten Halbzeit etwas besser wird. Also viel schlechter kann es nicht werden. Wir kommen gar nicht ins Spiel, kriegen keine zweiten Bälle, können keine Chancen kreieren, sehen einfach schlecht aus. Typisch war das Gegentor, ja, was der Hübers vorgelegt hat, muss man so sagen.
Los. Jo, hallo, willkommen zur zweiten Halbzeit. Im Moment ist noch Pause. Es geht gleich weiter. Ja, ich denke mal, der FC wird wechseln. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kommt jetzt darauf an, wie er wechselt. Im Moment zeigen sie gerade die Serben, die sich warm machen, die Auswechselspieler. Ja, da hinten. Ja. Timo Horn, damit. Ja, aber das übliche Geplänkel in der Halbzeit, ne? Ball hin und her spielen, mal ein bisschen hoch spielen. Nichts Ernsthaftes, nur dass man sich richtig warm macht. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt gleich wechselt, Baumi, oder ob er wartet bis zu 60 Minuten. Das ist ja dann immer so eine Sache. 60 Minuten oder gleich in der Halbzeit. Vielleicht wird es sich die Sache auch nochmal eine Viertelstunde angucken und wird dann irgendwo versuchen, durch eine Einwechslung das Spiel zu verändern. Wird man sehen. Ich weiß nicht, wie lange die Pause machen jetzt hier. Aber es ist auch ziemlich ruhig im Stadion, muss ich sagen. Also, ja, ich habe ja gut, bei dem Tor hat man ein bisschen Jubel gehört, aber ansonsten ist es da ja, ziemlich verhalten. Jubeltrikot. Ja, nun. Also, Stimmung wie in Wolfsburg. Glaube da oben ich eben. So, jetzt kommen die Jungs wieder raus. Als erstes kommt Belgrad raus. Partizan Belgrad, der war ja früher vielleicht auch mal eine bessere Hausnummer, wie es heute ist. Ich sehe das jetzt genau wie mit Roter Stern Belgrad, das war ja früher auch irgendwo international angesehene Truppe. Aber die ABD, so, er ist auch noch dabei. Ja, da wollen wir hoffen, dass es besser wird jetzt in der zweiten Halbzeit. Wie das eben halt so ist mit Bezahlfernsehen. Erst nochmal eine kleine Werbung. So, normalerweise ist ja auch immer ein Halbzeitgespräch dann. Ne? Gut, so, die Kölner kommen. Petersen sehe ich, Schmidt sehe ich, Skiri, Adamian, Soldo, Kainz. Ja, das sieht nicht so aus, als ob der Baumi schon gewechselt hätte. Man, der fragt aber auch eine Scheiße, wie kann es geschehen, indem du noch ein Tor machst und keins mehr fängst. Oh, das sind doch ein paar Kölner, sehe ich gerade. Freien Oberkörper, mutige Burschen, halten schönen FC-Schal hoch. Fuck UEFA. Ja, das war da auch klar, dass da immer ein paar reinkommen. Eine Karte kaufen. Ist ja kein Problem. Ich bin froh, wenn sie eine Karte verkaufen. Tickets kommt. Also. Ja. Tickets verdient. Das ist überfällig gewesen. Ja. Musst du nicht umstellen. Es muss nur was passieren jetzt, ne? Also wie gesagt, nochmal, ich wiederhole es, Tickets ist gekommen für Dietz. Ich sage es mal vorsichtig so, er hat den Dietz erlöst. Was anderes kann man so jetzt nicht sagen. Er kam hier gar nicht ins Spiel. Nee, taktisch wird da nichts umgestellt. Er hat ja mehr oder weniger 1:1 gewechselt. Ja. Das ist das Problem. Ballbesitz
Ballbesitz haben wir ohne Ende, aber es kommt nichts Gefährliches bei rum, ne? Oh, Leute! Nee. Das ist zu einfach. Der verliert jeden Ball, der Adamyan. Jeden Ball! Jetzt mal eine Foul, wenn es gut geht. Der verliert jeden Ball. Also Horn auf der Bank, noch Urbich, Husebane, Husebasic und Kilian Schindler, Duda, Meiner, Schwirten, Smajic und Strauch. Ja. Also, ich sag's mal so, bis 30 Meter oder bis 35 Meter vor das Tor geht's noch halbwegs, aber dann ist Ebbe. Jetzt Adamya, wieder weg. Moin, Frage an Holly von Mika. Moin, Frage an Holly. Deine persönliche Einschätzung zur Ausgangssituation in der Champions League-Gruppe für den FC Barcelona. Denkst du, sie müssen wieder Spieler verkaufen, wenn sie in die Euro League kommen? Das könnte normal schon sein, aber die deichseln dir das immer so. Oh! Adamyan, Mensch! Ja, Barcelona, ich glaube nicht, dass die dann welche verkaufen müssen. Die deichseln ja das immer irgendwie. Also wie die das machen, das weiß ich auch nicht. Aber und ich glaube, dass die scheitern, ne? Die werden in der Euroleague spielen. Die wären höchstens Dritter. Mehr ist da nicht drin. Ich glaube nicht, dass gelbe Karte Hübers. Ich glaube nicht, dass Barcelona weiterkommt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, mir ist nicht davor gefeit. Hätte ich auch keiner gedacht, dass Club Brügge, die werden ja wahrscheinlich weiterkommen, so wie es im Moment aussieht. Und hätte wahrscheinlich vorher auch keiner gedacht. Ansonsten hält es sich ja mit Überraschungen in der Champions League. Ist es ja nicht so berauschend. Meine Viktoria Pilsen, wie die da jedes Jahr hinkommen, aber ist ja auch, auf Deutsch gesagt, nur ein Opfer. Und wenn man sich das alles so mal anguckt, in der Champions League, dann ist da doch schon, das sind schon gravierende Unterschiede, also bis eben halt auf die Spitzenmannschaft Bayern. Man City, die Abel scheint gut drauf zu sein, oh Gott, Schwebe hält, aber genau auf Mann geschossen. Also, und auch Paris Saint-Germain, obwohl ich glaube, dass dieses Jahr an Man City kein Weg dran vorbeigeht und das nicht nur alleine wegen Haaland. Also, die haben schon eine Bärentruppe. Ich gucke, wie gesagt, auch viel englischen Fußball. Zumindest gucke ich mir die Ausschnitte alle an oder alle Tore. Also, das ist schon eine gewaltige Truppe, Man City. Kommt natürlich dann auch, auf dem Niveau ist es natürlich auch, da hängt es an Kleinigkeiten. Wie ist die Auslosung? Wie bist du in Form? Also, wie ist deine Meinung zur SGE in der Champions League? Ich denke mal, sie machen es ganz gut. Ich meine, gut, dass in Tottenham kannst du verlieren, 3-2. Der Anschlusstreffer fiel vielleicht etwas zu spät, aber du siehst da, jeder Fehler wird da bestraft. Jeder kleine Fehler wird bestraft. Und das ist natürlich auch für Frankfurt ist doch das mal ein gutes oder schönes Erlebnis, Champions League. Dann kannst du richtig gut Kohle machen und hast, na gut, die Frankfurt-Fans, die sind ja so ähnlich wie die Kölner, da auch sehr euphorisch. Da war ich nun gestern auch eine tolle Sache, was sie da veranstaltet haben, die Frankfurter. Machen sie eben halt gut, ne? Das siehst du mal mehr oder weniger. Die haben den Kostic verloren. Ne? Haben dann mit dem Trainer einen guten Fang gemacht anscheinend. Passt der gut dahin. Zumindest besser als nach Wolfsburg. Obwohl Wolfsburg ist ja auch komisch. Ja, ist doch außer Damian. Lamentiert doch nicht immer so lange. Also. Ah, Leute. Was hatten wir früher? Ich meine, die Eltern werden es noch wissen mit Klaus Fischer, Klaus Allofs, mit Barski,
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieter Müller, was hatten wir Stürmer? Eckball für Partizan Belgrad. Was hatten wir Stürmer? Und auch hinten hat sie auch gerappelt, ne, wenn ich daran denke. Paul Steiner. Gielchen. Dann hat es gerappelt. Wer darf Konopka? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jupp Kapellmann. Aber wie gesagt, alte Zeiten ist vorbei, ist gegessen. Wir befinden uns in der Gegenwart. Also Eckball von unserer linken Abwehrseite für Partizan Belgrad. Oh! Oh, 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 oh. Hm. Ja. 2-0. Der Deckel ist drauf. Wie kann ich dann sowas machen? Sowas muss ich doch vorher klären. Guck dir doch die Scheiße mal an, ey. Mann, 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 Mann. Das hast du schon im Ansatz gesehen. Ja. Im Ansatz hast du das schon gesehen. Meine hat er schön gemacht, ne? Ja, der macht einen Haken. So kann ich mich doch nicht ölen lassen da hinten im 16er. Mensch. Hör auf. Das ist schon traurig. Ja, Ricardo Gomez. Da. Jetzt ist. Und jetzt muss ich bereinigen. Guck doch mal, wie der da hingeht, der Kainz. Da steht und der ist drei Mann drumherum. Drei Mann drumherum und der kriegt den Kopfball. So. Ja. Petersen, Benno Schmitz. Der springt gar nicht hoch. Und Hübers. Drei Mann drumherum. Und der nickt das Ding rein. Ja, Holly, ich glaube, die SGE hat gestern mächtig Lehrgeld bezahlt. Dennoch hat Olli Du endlich mal seine Klasse aufblitzen lassen. Was sagst du zu seinem Tor? Wer? Adamian, der hat sich verschrieben. Hä? Adamian. Adamian nicht. Kamada hat ein Tor gemacht. Ja, und das 3-2 kurz vor Schluss. Ja, war ein schönes Tor. Ja, er meinte jetzt hier, jetzt meinte er gerade Adamian hier. Ja. Macht ein Riesenspiel nur ohne Ertrag. Wer Adamian macht ein Riesenspiel, also von meinen Begriffen nicht. Der Deckel ist drauf jetzt. Drum zu sehen, der ist gelutscht. Also da müsste jetzt ein Wunder passieren in der Verfassung, wie wir heute sind, dass da noch was passiert. Kann ich mir bei aller Liebe nicht vorstellen. Na Benno, ja, wo willst du denn hin? Ja, und jetzt kann er auch bedenkenlos wechseln. Elfmeter? Nee. Na, ja, kann man ruhig mal folgen. Ja, der schiebt, der drückt den aber schon schön weg. Ja, aber das, da kriegst du auf dem Niveau kriegst du keine Elfer. Nee, das ist kein Elber. Nein, das reicht nicht. Ja, aber es ist richtig, ich muss den Schiri immer wieder ansprechen, bei der nächsten kleinen Aktion kriegst du vielleicht einen. Zeig dir mal auch noch gelb. Ach Mann, übertreib's doch nicht. Gut, die hatten drei Chancen, machen zwei Tore. Na, das ist und Abstoß. Und Abstoß. Der Fuß war noch vorne. Ja, Leute. Wir mir natürlich lieber, ich könnte von einem besseren Spiel berichten. Das kann nicht sein, dass der den Kopfball kriegt da. Na gut, der geht. Die stehen alle und der kommt, der macht einen Schritt, da hat er natürlich mehr Wucht. Zum Kobalt zu gehen. Scheiße da. Könnte ich kotzen. Robert schreibt, Baumgart, du hast alles richtig gemacht. Besser geht es nicht mit den Aufstellungen in den letzten drei Spielen. Ja, nun.
muss er wissen, er hat es ja selber gesagt, der Baumgart muss auch erstmal mit der Situation, weil das für ihn das erste Mal ist, umgehen. Und das ist dann eben halt schwierig, ne? So eine Rotation rotieren musste. Ich meine, dass beim FC Bayern leichter ist zu rotieren als hier, ist klar. Ja, da guck dir das an. Der Pendler ist drunter. Ja. Wo ist die Spannung, erster FC Köln? Ja, ja, dann. Ja, das. Wir müssen das eben halt so nehmen oder ganz klar sagen: Es ist zum Lernen. Ganz einfach. Ja. Dann haben die jetzt 8 Punkte, Nizza wird heute Abend Slowatschko schlagen, haben die auch 8, wir haben 4. Wenn du die anderen 2 gewinnst, hast du 10. Oh, das wird schwierig. Wer der Mika fragt, Holly, die Abstiegsplätze sind sehr eng geworden. Ja. Wo oben wieder oben auf? Wer steigt deiner Meinung nach ab? Also auch wenn die Bochumer jetzt das erste Mal gepunktet, glaube ich nicht, dass es reicht für Bochum. Schalke wird Probleme kriegen. Es ist schwierig. Stuttgart hat jetzt einen Trainer gewechselt. Ist Gerücht Adi Hütter oder Sebastian Hoeneß? Weiß man nicht. Stuttgart hat eigentlich keine schlechte Mannschaft. Haben wir in Köln gesehen, wie sie gespielt haben. Hätten sie normalerweise gewinnen müssen oder können. Es wird eng. Es wird eng. Deswegen bin ich immer froh, wenn wir genug Punkte haben und haben genügend Abstand zu den Abstiegsplätzen. Das kann auch ganz gefährlich werden. Ich meine, die Schalker werden sich vielleicht auch noch mal was einfallen lassen. Wie die anderen auch. Es wird eng. Ich hoffe, dass Augsburg noch da unten reinkommt. Wir können natürlich schon mal einen Schritt machen, wenn wir Sonntag gegen Augsburg gewinnen. Ne? Dass du die Mannschaften schon mal auf Distanz hältst. Aber ich hoffe, dass wir Klassenerhalt schaffen. Und dann ist es mir im Grunde genommen eigentlich egal, wer abgeht. Ich meine, gut, Schalke ist ein Traditionsverein, wäre schade. Aber Bochum hat ja auch eine gewisse Tradition. Wenn ich mir Absteuer aussuchen könnte, wäre das schön. Dann sage ich Augsburg raus, Wolfsburg raus und Hertha kann dann Relegation spielen. Wie das dann ausgeht, ist mir egal. Der HSV steigt wieder auf. Dann haben wir den nächsten Traditionsverein wieder. Hoffenheim ist zu stark besetzt. Wir haben jetzt einen Verletzten hier. Eine halbe Stunde haben wir noch Zeit. Wie eben sagt ein, na, kein Sie. Ein Tor kann alles verändern. Vielleicht machen wir noch einen. Tickets, komm. Ja, Petersen in der Ecke rausgeholt, ne? Ja, los, komm, Kainz. Ecke rein, Tickets, komm mal. Wir spielen heute, als würden sie das erste Mal auf dem Platz stehen. Ja. Das ist nicht schön. Aber, na gut. Wenn Nizza übrigens gewinnt, hat Belgrad und Nizza beide 8 Punkte. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, ja. Nizza gewinnt. Belgrad gewinnt, haben beide 8, wir haben 4. Dann wird es eng. Oh. Dann musst du die 2 gewinnen und Belgrad muss gegen Nizza gewinnen. Oh Gott. Basel liegt auch 3-2 gegen Slovan Bratislava. Wer? Basel. Gegen Bratislava. 3-2. Und? So, für uns uninteressant. Ja, andere Gruppe. Aber ist ja noch. Gut, weil wenn, wie heißen sie hier, Pionik Jerewan gewinnt, dann ist Basel Dritter. Ach so. Das, ja, Basel sind Schweizer. Den können wir es. Pionik Jerewan und Zagrivi Vilnius. Ja nun, das sind wilde Truppen noch.
Ja. Achso, das ist alles gut. Richtig. Hübers, dieser Gorgo muss raus. Das ist kein Bundesligaspieler. Was ist der? Hübers. Was ein lächerlicher Fehler. Ja, so, das ist ein Bug gewesen heute vom Hübers. Das kannst du dir auf dem Niveau nicht erlauben. Was hat er Mika noch geschrieben? Holly, Frank Kramer ist so ein schlechter Trainer. Hoffe, der findet nie den Weg nach Köln. Das wäre der Untergang. Falls Baumgart nach der schlechten. Wenn der Baumgart mal aufhört, ist der nächste Trainer doch Dirk Lottner. Meinst du? Ja, Kölner Blut. Warum hat der da immer noch hin? Nee. Weiß ich jetzt gar nicht, wo der jetzt rummacht. Obwohl, der würde auch gut nach Köln passen. Ja gut, der will das bestimmt auch noch mal. Ne? Ah! Er hat schon abgepfiffen. Deswegen hat er Damian am Ball getroffen. Oh, das ist doch bestimmt in seinem Plan auch. Weiß ich nicht. Der Baumgart ist schon was Besseres, konnte uns nicht passieren. Klar verlierst du mal ein Spiel. Auch ein Derby gegen Gladbach. Und gegen Dortmund gut gespielt. Gegen Dortmund kannst du auch verlieren. Du musst die anderen Mannschaften putzen. Der spielt auch schon 16 Jahre nicht mehr, ey. Ja, der Lott noch. Ja. Ja. Scheiße. Ja, geil. Toller Typ gewesen. Der Defund haben wir getroffen. Ja. Baumgart muss endlich das Magic für Hüber spielen lassen und endlich den Dietz vorne raus. Null Tor gefahren mit Dietz. Ja, der Smajic ist ja ein Abwehrspieler. Ja, eine Aktion. Der Petersen spielt heute auch unterirdisch. Und wieder weg. Und wieder weg der Ball. Und jetzt läuft den Konter. Zwei Gegner. Gut, dass der so blind ist. Meine Herren, du. Jetzt haben wir schon 63 Minuten gespielt. Ey, das war wieder ein Fehlpass vom Hübers. Meine Herren, im Aufbauspiel, das ist grauenhaft. Nee, läuft ja wieder weg. Nicht entgehen. Spieler auch links, Russ. Mensch. Ja. Ja, es kann nur besser werden, nur wann? Übers ist der Fremdschirm. Dieser Spieler und den spielen sie auch noch immer an, diesen Metzger. Gegen Augsburg holen wir nichts. Ja, abwarten, Leute. Wenn wir heute verlieren, haben wir jetzt erstmal genug verloren. Das wissen wir auch. So, jetzt wird nochmal gewechselt. Lindenmeiner kommt für Adamyan. Ja. Nee, der hat nicht groß gewirkt. Das war gar nichts. Dietz nix. Adamyan nix. Obwohl die einzige Ausrede, die man gelten lassen kann, aber dann sind sie auch selber schuld, die sind gar nicht ins Spiel gekommen. Die haben kaum Bälle gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Ballkontakte der Dietz hatte, wenn überhaupt wer hier hatte. Also. Aber da muss ich mich auch bemühen. Ne? Da muss ich mal Flügel ausweichen, da muss ich mich mal zeigen.
Ballbesitz haben wir ohne Ende. 60% Ballbesitz. Aber wie es der sagt, es ist wie im Kreisverkehr und wir finden eine Ausfahrt nicht hier. Fährst also im Kreis und kommst auf keinen grünen Senkel. Und mir fehlt auch heute so ein bisschen die ja, zuletzt immer gezeigte Aggressivität. Das ist, es plätschert alles so. Es ist nichts Genaues nicht. Es plätschert alles so dahin. Ja. Ja, kein Sieg. Komm, Junge. Ecke. Nee, es ist Ecke. Der geht ins Abstoß. Na. Na, hört man dann das da jetzt? Ja, der Tick ist nicht drauf hingegangen, ne? Der spielt ihn mit dem Außenriss an, der sollte angeblich nur prallen lassen und der Tick ist, geht rechts weg. Ja. Wir träumen immer schnell, aber... Ja, komm, Junge Linden! Ey, das ist Foulspiel, gelb! Genau. So, der wäre durch gewesen, der Meiner. Ja, jetzt muss ich ja auch noch sagen, irgendwo... Guckt euch mal auf YouTube das Video der Free Kickers an, wo Kenia von einem Viertligaspieler verarscht wird. Das habe ich schon gesehen. Heute merkt man extrem, dass Özcan und Modest fehlen. Ja, aber da brauchen wir dann nicht mehr drüber diskutieren. Ja. Die sind nicht mehr da und es ist gut so. Nein, was willst du da machen? Wie sehr Lugic fehlt. Davor haben wir gutes Geld gekriegt, was uns, ja... Jo, gut zu Gesicht steht, was wir bitter nötig haben. Jetzt gibt es Freistoß, links, linke Seite von Kainz. Och, was ist denn das für ein Freistoß gewesen? Und da gibt es noch eine Ecke. Holly, steht Baumgart deiner Meinung nach zur Diskussion, wenn wir gegen die Puppenkiste verlieren? Ach, steht da nicht zur Diskussion. Das wäre es ja noch. So Vorstand haben wir früher gehabt. So Vollidioten, so Profilneurotiker. Früher war das mal so. Noch kein Sieg, kein Sieg. Dass wir nichts zu was weinen. So, Belgrad wechselt jetzt auch. Ist aber mehr oder weniger für uns uninteressant. Ja, nun. Ich habe es vorher gesagt, wir sollen das genießen, sollen uns nicht aufregen, aber das ist immer so einfach gesagt, man riecht sich dann doch auf und ist beärgert, weil man die Chance eben halt hat. Ne? Meine, das wird jetzt auch nochmal hart. Du spielst ja Sonntag gegen Augsburg und dann Donnerstag schon, ne? Weiß gar nicht, Donnerstag schon? Donnerstag gegen Nizza. Ja. Der FC-Kolonie hat nochmal geschrieben. Martel, Dietz, Hübers, Adamian, Pedersen sind alles keine Bundesligaspieler. Das merkt man sofort, wenn diese auf diesem, wenn die Leute auf dem Platz stehen. Ja, ich habe es ja gesagt, das ist zweite Garde. Den Unterschied merkst du. Ja. Da. Die Füchse dazwischen grätschen. Sind die Schränke an da. Ja. Oh, alles harmlos. Alles harmlos. Oh, Junge, guck dir doch das mal an, was der Pedersen da macht. Schön runtergeholt und dann ja, so. Und dann so ein Pass. Und hinten ins Lange, ja. Da kannst du Glück reden. Also ich habe da wenig Hoffnung heute, dass da noch irgendwo was passiert. Also dann müsste aber jetzt irgendwann Baldemann Buhr fallen. Wir haben noch 20 Minuten.
Das ist immer ärgerlich. Und vor allen Dingen ist es ja auch nicht gerade gut fürs Selbstvertrauen. Ne? Aber manchmal denke ich, wer weiß, für was es manchmal gut ist, dass irgendwo im Hinterstübchen da die spielen Hackespitze 1, 2, 3. Irgendwo im Hinterstübchen hast, naja, wir packen das schon oder wir machen das. Jetzt geht die Scheiße wieder los. Jetzt liegen sie auf der Erde und stehen nicht mehr auf. Das ist ja jedes Mal selbe, genau wie vorher Woche. Wie wär's mit Isaac Belfodil? Ist ein Zauberer vor der Kiste. Ist ein Zauberer vor der Kiste. Ja, aber weiß ich nicht. Belfodil, ja. Das sind da auch. Er macht da auch irgendwo jetzt hier in Arabien oder sowas rum. Ne? Es muss da irgendwo einen geben, der vorne mal richtig Theater macht. Leute, das kann doch nicht Sinn. Kruse muss zu uns kommen. Schreibt der FC Kolonia. Der wäre nicht verkehrt. Aber da muss er natürlich ja, ein bisschen verzichten. Genug Theater in den Medien. Ja, aber da hätten wir da mal. Jo, aber du musst aber auch. Aber ins Baumgart-System passt dir nicht. Also, erstmal ist er irgendwie ausgezeichneter Fußballer, außer Frage. Nur das Tempo kann der da auch nicht mehr halten. Boah, Leute! Mann, ich überlege schon, als zu wem wir noch holen können. SN9. SN9. Mörders. Nee. Ja, der Ronaldo nicht so beknackt wäre und würde so viele Geld wollen. Ja. Was Suarez, der ist doof. Ne. Der geht jetzt auch wieder. Ja, aber die kannst du doch, die kannst du doch gar nicht bezahlen. Ja, meinst du, der kriegt viel da in Argentinien oder was? Ja, klar. Geht so, jetzt wechseln wir nochmal. Hussein Basic kommt jetzt und Petersen geht runter. Also wird Hector hinten links reinrücken und Hussein Basic geht auf 10. Zeit wucht es. Jetzt hat er schon zwei Mann oder drei Mann erlöst. Und Dietzen, Adamian und Petersen. Was haltet ihr von Felix Platte von Paderborn? Geiler Stürmer. Kein schlechter, muss ich sagen. Auch der Rese von Kiel ist nicht schlecht. Aber es ist eben halt, ja gut, zweite Liga, ne? Ob die sich nun, der Platte war ja früher, ich glaube, der ist sogar aus Schalke. Der Rese ist auch gallig von Kiel. Oh. Ibrahimovic würde uns gut stehen. Vielleicht Selke holen. Nee. 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 Erstmal wird mein Sohn dann verrückt. Der Große. Also, Davy Selke mag ehrgeizig sind und alles, aber die ist finanziell vielleicht auch nicht machbar. Ich weiß nicht, aber wieder nur Ecke. Vielleicht passiert mal was. Ja, es ist nicht schwierig. Es ist schwierig, ne? Ein Stürmer. Ich meine, Amateure sitzen da ja auch nicht im Vorstand oder im Scouting. Es ist nicht einfach, irgendwo einen vernünftigen Stürmer zu holen, der dir irgendwie Tore garantiert. Das ist kein einfaches Unterfangen. Ja, Torwartbälle. Mit Green, dem Mann, aber auch noch nicht mal irgendwie die richtige Chance, wo du sagen kannst, Mann. Ich ärgere mich trotzdem, also. Ja, Stürmer sind rar. Ja, das dürfte nicht passieren. Das dürfte einfach nicht passieren. So, das erste dürfte nicht passieren, das zweite nicht.
Auch wenn manche jetzt immer sagen, oder ist klar, Tore fallen nur, wenn Fehler sind, aber das dürfte nicht passieren. Wir haben Justin Deal in der Jugend. Ja. Der ein mega Talent ist und der in der Jugend alles kurz und klein schießt. Ja, ja. Der muss seine Chance bekommen. Ja. Ich habe ja schon gesagt, der muss spätestens im Wintertrainingslager muss er den Jungen mal mitnehmen. Ne? Kann ja nicht verkehrt sein. In der U19 sind gute Jungs drin. Ich gucke die U19 ja auch immer hier bei YouTube, die Ausschnitte Bundesliga. Also, gut, das ist natürlich jetzt ein anderes Kaliber. Aber du siehst, der Hussein Basic kann ja auch mithalten, der aus der Regionalliga kommt. Man kann ja auch mal Glück haben. Du musst dir nicht nur immer... Ein guter Spielzug bis dahin. Sehr gut. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Hussein Basic war das. Gut, aber es war der erste vernünftige Spielzug in der 77. Minute über 5-6 Stationen bis vorne vor den 16er. Was wäre mit Lukas Hinterseher? Vielleicht kommt Hansi dann auch mal ins Stadion. Ja, aber der hat es ja auch nirgends so richtig gepackt, ne? Wenn wir ehrlich sind wollen, der Hinterseher. Ne? Das ist alles. Ja, jetzt weiß ich, ob der Utner kommt, aber es wird. Ey, da müsste schon viel zusammenkommen, wenn du das jetzt noch irgendwie umreißen willst, wenn du da noch einen Punkt mitnehmen willst. Ne? Ja, gut, so gut nicht mehr. Ja, der merkt da auch was in der Truppe, was willst du machen? Aber du siehst da auch, die Belgrader sind doch keine Übermannschaft, die haben da auch nicht großartig, hast du nicht großartig was gesehen, machen die zwei Tore, ansonsten, ja gut, ist eine abgewichste Truppe. Muss man sagen. Hauptsache, die Dinger gehen am Sonntag rein, das ist wichtiger. Ja. Sind wir wieder so gut wie raus. Oh. Es kommt Verlager. Wie würdest du den Auftritt der Pillen gestern analysieren? Tja. 11 Meter verschossen. 2 Elfmeter gefressen. War nichts, ne? Meine Porto ist keine schlechte Mannschaft, aber natürlich auch, obwohl die haben ja, glaube ich, alle Optionen, doch noch weiterzukommen, die Pillen. Aber das ist. Ne. Der geht noch nicht mal mit hoch. Wieder ein Eckball. Ich weiß nicht, das 7. oder 8. Ja. Ecke. Aber es kommt eben halt nichts. Nee, gar nichts. Ja, es ist heute nicht unser Tag. Ne? Wir kommen nicht durch. Frühspiel ist schwach. Flanken kommen keine. Sturm ist nichts. Jetzt haben wir mal einen Kopfball gekriegt, aber übers Tor. Ne. Gut, jetzt kannst du auch den gleichen Stab wieder brechen über die Mannschaft, weil wir jetzt das Ding gegen Gladbach verloren haben und jetzt hier in Belgrad. Aber wir gehen halt zu den Kopfball hin. Ja, richten nicht anders da. Ist eben halt schade. Na gut, hast jetzt noch, musst du gucken, dass du noch, wenn es gut geht, das Heimspiel gewinnst und in Slowatschko gewinnst, dann jo, dann hast du eben halt noch ein bisschen Kasse gemacht und hast dich versöhnlich verabschiedet, auf Deutsch gesagt, aus der Gruppenphase. Und wenn du Glück hast,
bist du sogar noch Zweiter, dann hast du noch ein Spiel in der Zwischenrunde. Ja, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Ne? Und diese ständigen Unterbrechungen hier, jetzt kommen sie auch noch hier mit so Golfkarren auf, holen den ab. Mika Thielmann hätte noch ein paar Vorschläge für den Winter. Ja, dann lass mal. Benno nach Paris, dafür im Wechsel Jean Bernard. Ja, den kannst du nicht bezahlen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt und das ist Tatsache. Der Bernard, der war ja mal in München. Das ist Tatsache. Der war mal in München. Ja, ja. Gespielt hat und hat sein Auto in die Werkstatt gegeben. Und hat vorne im Handschuhfach seine Lohnabrechnung liegen lassen. Ne? Ja. Das ist Fakt. Kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Den kannst du gar nicht bezahlen. Das, was der damals in München verdient hat, da dürfte der höchstens bei uns 6 Wochen spielen, dann wäre es vorbei. Soll er nicht sicher? Was? Das waren, glaube ich, über 500.000 Euro. Genau weiß ich nicht mehr. Raus! Ja, das ist alles halbgare Scheiße. Wo soll man jetzt den Holtmann von Bochum holen? Ah, den, einer mit Tempo. Den finde ich gut, den Holtmann. Ich verstehe gar nicht, wann der sitzt ab und zu in Bochum auf der Bank oder jetzt, nachdem er verletzt war, aber das wäre natürlich eine Waffe, ne? Holtmann und Meiner auf Außen. Dann hast du aber 2 flotte Jungs auf dem Rasen, die da gut unterwegs sind. Jetzt muss was passieren! Nee! Heute klappt gar nichts, Leute. Ich glaube, wenn wir noch einen Elber kriegen, den verschießen wir auch noch. Ja. Uri von Frankfurt leihen, der will eh gehen. Würde ich nehmen. Jeden, ne? Eigentlich. Nee, ich würde nicht jeden nehmen. Schön! Jetzt musst du aber mal wenigstens. Der geht da nicht hin. Leute, das kann nicht sein. Es ist nicht wahr. Es klappt heute nichts, Leute. Der Hector steht 3 Meter auf der Grundlinie, spielt den Ball nach innen, der rollt durch auf der anderen Seite. Das ist jetzt schon die 2. Aktion. Jetzt aber. Nee. Aber wenn er sich eben fallen lässt, ne? Ja, nein, ja, ich weiß nicht. Das kann nicht sein, Leute. Jetzt hast du 2 Riesendinger. Hier ist Erster. Es kommt aber auch. Es kommt, der stehen alle. Oh, der macht immer durch den Ball. Der geht dickes durch die Beine. Guck. So, nee. Der berührt ihn davor noch. Ja, der berührt ihn noch, ja. Zieh ab! Oh, der wäre gut gekommen. Ja, jetzt sind wir dran in der 85. Was ist denn das für eine Scheiße? Wieder Eckball. In der 85. Minute wären wir jetzt irgendwie munter. Olli, kannst du dich an das Halbfinale Köln-Juventus erinnern? Ich selber war damals in Müngersdorf. Wahnsinniges Spiel. Ein Tor hätte gelangt. 0-0 ist es ausgegangen. Na, also genau erinnern kann ich mich da nicht mehr dran. Ich weiß nur noch, dass ich einmal, das war glaube ich UEFA-Pokal, oh, der lässt 6 Mann da stehen. Da haben wir gegen Inter Mailand gespielt. Wann war das? 84, 82, 84, ich weiß es nicht mehr genau, gegen Inter Mailand, damals, wo der Kalle Rummenigge da war, und da hat der Kalle Rummenigge Spiel seines Lebens gemacht, und Inter kriegte da ziemlich früh eine rote Karte, und das war damals dann unser Tod. Da haben wir das Spiel, glaube ich, 3-1 verloren, und ja, das war es dann damit auch wieder gewesen. Oder damals Nottingham Forest, wo wir in Nottingham 3-3 gespielt haben und dann zu Hause 1-0 verloren haben. Das war auch bitter.
Nach dem Hessler-Transfer ist es bergab gegangen, meine Einschätzung. Jo. Das Geld wird immer noch gesucht. Die 15 Millionen, die sind ja verschwunden. Ja, da waren schon manche Leute am Werke. Das ist schon sensationell gewesen. Kennt ihr noch Manich, den wir von Chelsea geholt hatten? Ja, klar. Manich und wie ist der Portugiese, den wir noch im Mittelfeld hatten? Petit, glaube ich. Klar. Oh, Mann, oder Modest ausleihen. Ja? Winter, Modest ausleihen. Die sollen uns den Mokoko rüberschieben. Ja, da ist auch geschrieben, wenn der Haller wieder fit ist. Ja. Da können sie uns den Mokoko geben für eine Leihgebühr. Petit, genau. Genau, ja. Klasse. Klasse Mann gewesen. Oder wenn wir schon bei Vorstoppern sind, Jeromel. War auch ein klasse Mann. Wen hat der Dave nochmal geliebt? An Jan. Bretschko. Ja, das ist schon immer unser Leidwesen gewesen. Die Außenverteidiger, auf Deutsch gesagt, bis auf den Hector. Bretschko. Dann hat man auch so einen Türke, da weiß ich ja gar nicht mehr, wie der hieß. Ach, was hatten wir schon? Wie hieß dann der Trainer aus der Schweiz? Latour. Hier. Jetzt! Oh! Latour, der hatte dann auch, da hatten wir auch eine Truppe. Oh Gott, das war auch fürchterlich. Robert Song damals, unser Abwehrstar. Ja, Rigobert. Ja, Rigobert. Rigobert Song. Ja, klasse Mann gewesen. Der FC Colonia schreibt mal, jetzt hätte ich gerne unseren Novagol, alias Novakovic. Das war auch eine Granate. Danova. Danova. Ja, das war auch einer, der aus Scheiße Gold gemacht hat. 4-0 hat Freiburg gewonnen. 4-0, schön. Glückwunsch an Freiburg, freut mich. Ja, da gibt es jetzt Spitzenspiel, ne? Genau, er macht sie alle rein, auch ohne Führerschein. Ja, er macht sie alle rein, auch ohne Führerschein. Da sind wir schon immer erfinderisch gewesen. Sehr kreativ waren wir da immer in der Beziehung. Ja, müssen wir nehmen, wie es kommt. Jetzt brauchen wir uns dann nicht mehr aufregen. Es ist 89. Minute, der Deckel ist drauf. Wir haben 2-0 verloren. Ist scheiße. Aber wie gesagt, ich habe es gesagt, müssen wir genießen. Wenn es so kommt, ist es eben halt so. Musst du hinnehmen. Dann lass uns doch rufen. Ja, auf Wiedersehen, das können sie. Chichi. Chichi ist auch nie richtig in Fahrt gekommen. Ewiges Talent. Wer? Wie ist der Vogel nochmal? Da musst du schon. Chichi, ne, wie ist er? Chi! Ja. Was ist schon wieder? Adil Chi! Der hatte auch eine gute Phase und dann war es mal vorbei. Adil G. Ja, noch schnell. Ja, das glaube ich auch. Schön gemacht. Ja, gut. Ich schätze mal, ich weiß nicht, ob die heute Abend zurückfliegen oder morgen. Ich bin noch früher da. Ich denke mal, die fliegen morgen zurück. Ich weiß es nicht. Und dann heißt es regenerieren. Morgen ist schon wieder Freitag. Da ist ein Sonnabend noch. Und dann spielst du Sonntag schon wieder 15.30 Uhr gegen Augsburg. Ja, Torwartbälle. Das sind alles Torwartbälle. Zoran Tosic war auch ein geiler Einkauf. Kevin Grotkreuz, weder Fett Holly. Wir brauchen einen Toni Polster, am besten ablösefrei.
Ja. Ja. Da müssen Sie mal gucken in Salzburg. Da laufen gute Jungs rum. Aber die spielen ja auch Champions League. Da haben auch alle Chancen weiterzukommen. So, 4 Minuten Nachspielzeit. Also insgesamt 5 Minuten, 4 sind schon rum. Eine ist rum, 4 haben wir noch. Ja, wenn wir hinten als Quer spielen, dann ist es schlecht. Jetzt muss man schon mal eine Brechstange rausholen, anders geht's nicht. Ich halt ja voller geworden jetzt, Kerle. Da kommt dann nicht mal einer die Linie. Nee, ich wollte gerade sagen. Tosic kam damals von Manchester United. Wer? Tosic. Das war ein klasse Mann, der Tosic. Der war klasse. Nur das. Sind wir das Jahr abgestiegen oder was, dass der dann wieder weg war? Ja, den fand ich gut. Rechts außen, ne? Außen gespielt war, guter Techniker. Partizan hat verdient gewonnen. Weiß, was auch ein toller Einkauf war? Ich weiß nicht, wer dazu ist. Der Hasenhüttl. Trainer oder noch Trainer von Southampton. Ja. Ralf Hasenhüttl, den hatten wir auch mal vorne im Zentrum. Das sind schon, oder Holger Geismayer. Ja, Holger Geismayer, den habe ich ja selber mal gespielt, gut, der damals hier war, mit dem FC. Holger Geismayer. Oder, der Kohl, faul. Ja, Marco Reich haben wir auch gut. Ja, hier. 5 Millionen von Kaiserslautern, die reinste Enttäuschung. Ich bin in Wolfsburg gewesen, habe 6-0 verloren. Da habe ich den Reich gesehen. Da hätte ich ihn schon sonst was machen können. Das war die größte Gurke. 5 Millionen haben wir damals ausgegeben für den Vogel. Gebracht hat er gar nichts. Ey, jetzt geht's aber nochmal rund hier. Oh, die hat es ja schön mit dem Skiri in der Wolle gehabt jetzt hier. Gelb, 2-mal gelb. Ne? Ja, wir hatten schon, das ist schon, ich habe hier so ein älteres Buch, da sind alle Spieler drin, ich weiß nicht, wie weit das geht bis zum Jahr, weiß ich jetzt nicht, müsste ich höchstens nachgucken, die für den FC mal gespielt haben, also Bundesliga gespielt haben. Ich habe auch noch so ein... Ah, und wieder eine Ecke. Für Köln aber. Dann stehen da schon Leute drin hier. Gerade so einfach. Vinzenz, Manny, Ralf, Geilenkirchen. Ach, es... Wie gesagt, die Ecke geht hin. Kannst du noch 2 Stunden spielen? Ja, glaube ich auch. Selbst Callas von Chelsea hatten wir. Der hat nur nicht 1 Minute für uns gespielt. Wen? Callas. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Oh, jetzt verdribbelt der sich auch noch. Oh, Leute! Das ist so typisch fürs ganze Spiel gewesen. Skiri in der Flanke, weit, weit hinten übers Tor ins Aus. Ja, jetzt musst du nur aufpassen, dass man sich nicht irgendwo gegenseitig Vorwürfe macht und zerfleischt. Muss die Truppe wieder aufrichten, abhaken das Spiel, auch wenn es sich blöd anhört. Aus den Fehlern lernen, international Erfahrung gesammelt und Sonntag Augsburg wegmachen. Und damit kann das zur Schmattke-Stöger-Zeit. Schreibt, M&M schreibt, 89, 90 war der Untergang des FC, seitdem kommen die nicht mehr auf die Beine. Trainer Berger hatten sie damals in den 90er Jahren auf den Platz 4 geführt. Weißt du das noch? Das weiß ich dir, ja klar. So, ist Feierabend. Berger ist ja leider verstorben, war ein guter Trainer, war auch hier mal ganz in der Nähe. Trainer beim KSV Hessen-Kassel. Ja, da hat man dann auch dementsprechend Leute, muss man ja auch mal ganz klar sagen, da hatten wir auch richtig gute Fußballer drin.
Spaß gemacht hat. Da haben wir noch im Müngersdorfer Stadion im Alten gespielt. Ist ja öfters mal gewesen, damals gegen Schalke und so. Gegen 60 München auch. Jo, war eine schöne Zeit. Aber es ist ja kein Untergang. Wer hätte uns das vorher ja zugetraut, dass wir international, dass wir hier heute Abend sitzen und gucken, Konferenz League. Muss mir eben mal drüber stehen, es ist ja nicht klar, ich ärgere mich auch, aber das musste dann wegstecken. Was anderes bleibt denen übrig. Gut, Shake Hands. Freunde, ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt und auch fleißig gefragt habt. Und wenn das klappt, machen wir Sonntag auch wieder einen Livestream auf der Zoom gegen Augsburg. Wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt gesund und regt euch nicht so viel auf. Alles klar. Tschüss, euer Olli. Ciao. Hier ist der Kamera.